Jo, hi Leute, hier ist euer Mr. Ganjo. Mein Name ist Raphael und willkommen zu zum weiteren was sagt viel? Ich wollte schon sagen, Aktivfolge. Nostal-Folge natürlich. Und jo, wir versuchen dann hier etwas zu reißen. Und wie ich hier sehe, ich weiß nicht, irgendwie ich habe mein Mikrofon, aber irgendwie kann ich damit gar nicht umgehen. Ich bin ein Lappen. Naja, ist es auch scheißegal. Ich hoffe, ich bekomme dieses scheiß Rauschen auch irgendwann mal weg von meinen Videos. Ich weiß nicht, was daran liegt. Ich habe sogar das neues Mikrofon und trotzdem ist das Rauschen noch immer da. Ich habe keine Ahnung, wie das so da ist. Aber ja, wir machen erstmal hier was. Time. Denn ich will heute etwas Spezielles machen. Also wahrscheinlich nicht mit, also vielleicht mit euch, je nachdem, ob ihr Bock habt auf S2. S4 mal nicht. Ich koche ein paar PTR-Steine. Ich mache dann 15 Stück, 2, 2 und 1. Ich glaube, 15 Stück müssten reichen, ja. Wir machen 15 Stück dann. Also ich mache mit jemand anderem 15, die 15 Stück. 15 PTR-Steine, wo sind denn die überhaupt jetzt hier? 15 Stück. Ich habe schon ein paar Ding. Neumondkristall habe ich genug. Scheiße. Ja, doch, ich habe genug. Ja, doch. Müsste eigentlich reichen. Brauche ich eigentlich denn für. Das war genau das da hier. R6, ich brauche 60. Ja, reicht aus. Das 180. Ja, reicht. Ja, müsste auch ausreichen. Ich müsste nur einen roten kaufen und dann habe ich es. Genau. Weil, ich mache aber mit Abgabe, dass sie mir die Gillionsteine und das Geld geben müssen. Da mache ich extrem viel Gewinn. Tut mir leid, aber ich muss Gewinn machen. Und ich will Ruf machen, also wer will, kann mit mir mit Ruf machen. Schon immer, dass die Leute immer billiger machen. Ich hasse mich, Leute. Hier nach was. Stillgelegte Mine. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Stillgelegte Mine. Ich hoffe, das ist nicht dort, wo ich, aber egal, ich muss da jetzt eh hin. Scheißegal. Dann gehe ich jetzt einfach zu Fuß. Und dann mal sehen. Aber ja, ich versuche auch irgendwie so ein Weihnachtsspecial zu machen mit anderen YouTubern, wenn die Lust haben, also mit mehreren YouTubern, bekannt und unbekannt, ist mir egal. Nostal-YouTubern. Ich hoffe, dass sie mitmachen wollen. Die müssten aber dann halt S1 eigentlich spielen. Dann würde ich eigentlich aktivieren, wenn das überhaupt funktioniert. Ich glaube ja nicht, weil es echt zu kurzfristig. Ich glaube nicht, dass es dann gehen wird, aber naja, was soll denn tun? Dann geht's halt nicht. Und dieses Rauschen, wie bekomme ich dieses scheiß Rauschen weg? Ich verstehe das nicht. Das Rauschen, richtig krass. Steinklippe ist es, scheiße, ist doch nicht die. Stillgelegte Mine ist ja wo ganz anders. Stillgelegte Mine. Doch nicht hier, ja, auch nicht, oder? Keiner. Also, ich habe jetzt gerade echt keine Ahnung, wo das jetzt ist. Oh, ich kann mir schon vorstellen, wo das ist. Oh, ich kann mir schon vorstellen, wo das ist. Ja, es werden jetzt eher mehr S4-Videos kommen als andere Videos, denn ich habe gerade richtig krass Bock darauf. Und es wird dann demnächst die Tage dann noch ein anderes Video kommen, wo ich den anderes Spiel dann sozusagen ja euch vorstelle, sozusagen so ein bisschen teste ich das Spiel, wie das ist und so. Ich finde das Spiel ziemlich interessant. Ich spiele das jetzt auch ein bisschen immer. Ich bin da schon Level 13, glaube ich schon. Ich glaube, ich weiß, wo die Stiege liegt. Das ist da. Das ist verzauberter Pfad. Ist es. Damit bin ich bei 45. Weil ich habe mir bei der letzten Folge mir hier das hier gekauft. Dann habe ich mir doch die Rüstung gekauft für ein Gold billig, also nicht für ein Kaka, sondern 99,9 99,999 9, ja egal, 5 mal die 9 99.999 habe ich mir gekauft. Weiß nicht, wieso der Typ das so billig gemacht hat, aber ach, scheiße. Hier muss noch die stillgelegte Mine sein. Nein, Zauberturm. Hä? Wo ist jetzt die stillgelegte Mine? Entweder es ist hier oder es ist nicht hier. Hier ist es ja. Bin so ein Vogel. Google sogar extra noch dafür.
Meine Güte, Raphael. Du bist schon so lange in Nostell und weißt nicht, wo das ist. Schäm dich. Ja, ich schäme mich. Gut so, mein Sohn. Ja. Dein Sohn. Ich bin überlegen, ob ich überhaupt SP2 machen will. Ich glaube, ich mache die SP2, oder? Aber ob ich überhaupt SP3 mache. Ganz schön. Meine Güte. Hi. Schaut mal, egal in welchem Server ich bin, Leute erkennen mich. So ganz schön. Ich habe ich. Ups, hi. Ich schreibe mir. Bist im Video. So. Hier ist es ja. Die markierten Position. Ich kann mir schon vorstellen, was ich machen muss. Ja, ich glaube, wenn ich diese PTR-Steine mache, dann habe ich Moment, wie viel bekommt man? 20 oder ich sage mal 20. 20, das sind dann 600, 900 Union Steine. 900. Da könnte ich sogar sie sogar verkaufen und dann könnte ich, hätte ich so um die, ja, sagen wir knapp 2 KK sogar. Oder ich öffne, verkaufe die Zeller, machst so du noch mehr Geld und machst so um die. Ich könnte mal ausrechnen, wie viel Geld ich machen würde. Echt? Ist ja cool. 100. Ich mache immer einen Durchschnitt so, dann bekommt er immer Zeller so. Ja, nicht darüber, okay. 900 mal, sagen wir mal, 6 Stück gerade nochmal, 5400. 5400 Zeller sind es dann. Von 5400 mal, sagen wir mal, 420 pro Stück ist gleich 2,2 KK. Würde sich aber trotzdem lohnen, denn ich bekomme noch Kristalle, Leumund, Halbmondkristalle und so weiter. Dann sind es um die 2,5 KK, was ich da mache. Und das lohnt sich trotzdem. Ach komm. Man muss ja irgendwie sein Geld machen, oder Leute? Oder denkt ihr, nee, das geht gar nicht. Und was geht es? Los, S4 Video. Questen. Oh, immer diese hässlichen Dinger hier, die man einfach nicht runterbekommt. 5000, das sind dann 54 Stacks ungefähr. Ist schon viel. Ich bräuchte eigentlich bald eine Nos-Medaille. Bazar-Medaille. Bräuchte ich eigentlich wirklich. Ich glaube, die kaufe ich mir, aber je nachdem, wie die hier kostet, gell? Wenn die zu teuer ist, dann kaufe ich sie mir nicht. Und ich kaufe sie mir erst, wenn ich so um die 8 Mille habe. Dann kaufe ich mir, und dann kann ich noch mehr Zeller reintun und so weiter und so fort. Genau, ich muss jetzt. Ach komm, das ist doch lächerlich. Ich muss doch hier rüber. Meine Güte, ich muss jetzt sogar rüber und. Ja, hier, ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt noch mal 42. Jetzt muss ich hier rüber. Ich sprich mit Dämonen Dealer. Ich muss ich hier hin und her die ganze Zeit. Das weiß ich jetzt. Ah, meine Güte. Ja, mal hier. Nach sucht die stickelige Mine nach Maulwürfen. Okay, ich gehe zu den Maulwürfen. Ich bin bald 21. Ich könnte eigentlich bald vielleicht auf plus 1 upgraden zu den Pommesvögeln. Ja, vielleicht mache ich sogar. Und dann, ich muss aber erstmal Formenkristall und Engelsfedern dann farmen. Für Engelsfedern könnte ich bei Creme farmen und Formenkristall halt. Ich brauche Ruf dafür. Deshalb muss ich es auch machen. Also, ich mache es jetzt nicht nur um Gewinn zu machen, sondern. Was muss ich hier machen? Was muss ich jetzt killen, oder wie? Weil da brauche ich Maulwurfsbart. Ja, ich brauche Maulwurfsbart, okay. Yeah. Macht aber Spaß. Aber wieso rauscht mein Mikrofon so? Ich schwöre, das nervt. Und ich kann sogar von meinem Headset aus das Spiel nicht hören. Obwohl es ging, aber jetzt geht es irgendwie nicht. Vielleicht habe ich irgendeine Einstellung falsch gemacht, vielleicht deshalb. Muss ich da mal später gucken. Viel Spaß noch. Jo, danke. Ja, dann kommt hier schon viele Torten. Ich will auch so erstmal viele Torten sammeln und dann die alle verkaufen. So 5 Stacks will ich sammeln. Sind auch so um die 250k circa. Ja, man muss halt irgendwie, hey Leute, man kann im Event perfekt sein Geld machen. Einfach hier Buchstaben sammeln, Torten sammeln, diese Torten, Kuchen sammeln und diese. Bohnenreiskuchen auch verkaufen, ein bisschen teurer halt, so sagen wir Torten, so 1,5 K, Bohnenreistorten, Kuchen 2 K pro Stück ungefähr so oder 3.
Und aber nicht zu teuer machen, weil ihr wollt ja, dass ihr das Lust bekommt und nicht und nicht so wie ich die meisten machen für 5k pro Stück, denke ich, die meisten auch, bist du behindert. Also, ja, ich hab's gefarmt, ich hab dafür lange gebraucht. Ja, na und, Mann, das kauft niemand. Ey, seid froh, na und ihr farmt dann vielleicht so 20 Minuten für ein Steak, aber oder eine halbe Stunde, je nachdem, ihr, welches Level ihr seid. Aber dafür habt ihr halt Kohle. Und das ist doch das Allerwichtigste hier. Ich habe jetzt zum Beispiel, ja, jetzt wieder 1,6 kk knapp. Komme ich schon auf mein neues Equipment. Wenn ich das hier tragen kann. Ja. Das hier auch, Mann. Das ist richtig nice für Krieger. Hier, verringert die Feuerresistenz Krieger um 20% und dann noch Moral plus 15, glaube ich, das, oder plus 5. 5 Moral trotzdem. Oh, Eisbürger fängt an. Sollen wir dann vielleicht reingehen? Kennt ihr noch dieses Video mit meinem Jäger? Wo ich in Eisbürger schreibe so, sorry Leute, aber ich muss euch alle killen. Da habe ich einfach alle gekillt. Da habe ich schon ein paar böse Kommentare darunter bekommen. Ja, wie kannst du alle killen? Weil es halt Eisbürger, man killt halt alle. Man muss halt nicht mit anderen befreundet sein. Genau, dann noch wegen meinen Red, wegen mein auf S1, wegen mein Red. Ich habe da jetzt erstmal die Farm verlassen, weil die Farm ging nicht so oft LDT. Und ich suche dann jetzt mal eine LDT-Farm, denn ich brauche LDT wegen mein Red, Mage. Und deshalb kam jetzt auch lang kein Video mehr. Die nächste, letzte Woche, glaube ich, kam auch nicht. Aber ich versuche dann vielleicht diese Woche, kommt vielleicht noch eins. Boah, ich habe heute eigentlich, ich habe diese Woche einfach viel zu viel hochgeladen. Es kann sein, dass auch bis Ende des Jahres nicht mehr so viele Videos kommen. Denn erst das nächste Jahr, also das neue Jahr, dass erst dort wieder Videos kommen. Sollen wir da reingehen? Da kommt, wagen wir es mal. Ich hoffe, da kommt niemand. Dann haben wir gewonnen oder bekommen einen Ruf. Ein bisschen Geld. Raphael, wieso singst du immer so wie eine Missgeburt? Ich weiß es nicht. Ah, ich hab gewonnen, ne? Wie, da kommt jetzt so ein Scheiß-Schurke. Hä? Yeah, wir haben gewonnen. Wir haben 420 Ruf bekommen und 2700 Gold. Hier, wow, das ist echt viel. Oh, jetzt habe ich die falsche Attacke eingesetzt. Experte bin ich noch. Ich glaube, ich brauche 150k Ruf, um dass ich überhaupt Ding machen kann. Jetzt komme ich hier durcheinander. Ey. Nein, das wollte ich nicht aufsammeln. Um diese Miniland Games zu machen. Halt Steinbruch Level 3. Genau. Dass ich das überhaupt machen kann. Brauche ich, glaube ich, hier. Bestimmt Ruf. Ich finde das eigentlich voll ätzend gemacht, ganz ehrlich, man. Man könnte 50k Ruf machen, fertig. Und nicht 150k. Ich glaube, 150k war das. Boah, ich bin bei 43. Da können wir Helden mich so machen. Und dann noch zwei Level dann zu Elvin und dann noch ein Level zu Dester hier. Zu Dester hier. Da habe ich erst 6 plus 5 Equipment. Also, Armbrust zählt nicht mit. Armbrust zählt nicht mit. Als zu meinem Equipment. Das kann ich dann auch anziehen. Feuerelement ist um 22 erhöht. Ja, ich habe eher nur für halt für Krieger alles so gemacht. Das ist halt. Ja, wir haben jetzt hier genug. Dämonendiener müssen das jetzt bringen, okay. Ja, man hat ja auch damals immer dort gejobbt, kann ich mich noch erinnern. Konnte seine SP dort damals immer sehr, sehr gut jobben. Aber das macht man derzeit, also man macht es nicht mehr. Aber damals hat man das echt gemacht, oder beim Kometenwies hat man das auch gemacht. Dass man dort seine SP gejobbt hat von 0, von Job 1 bis 20, 21 hat man gejobbt und danach hier bei den Maulwürfen. Ging eigentlich ziemlich schnell, also ging das zu anderen Gespräch mit, also. Ja, Mann. 43 schon. Test 43 müssen wir jetzt machen. Kommt, kommen wir jetzt mal zurück. Nee, das wird es. Ich glaube, das machen wir aber jetzt nicht. Test 43. Ich glaube, bei der nächsten Folge bin ich da 45, 46. Weil ich zeige euch jetzt nicht alle, also ich nehme jetzt nicht alles auf. Wie die anderen YouTubern, die Questen und zeigen jeden Scheiß, den die da machen. Also ist halt nicht falsch, gell?
Aber ich meine halt nur, das wurde schon zu oft gezeigt. Wenn es halt nur ein, zwei gemacht haben, dann passt. Aber wenn schon, weiß ich, 20 Leute es schon gemacht haben, ich habe es auch so einmal gemacht. Und das kam nicht so gut rüber. Jo, bei der nächsten Folge bin ich wahrscheinlich 46 schon. Und habe vielleicht upgrade ich dann die SP auf bis 1. Mal sehen. Geht ich aber. Jo, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und jo, viel Spaß beim Zocken. Lasst euch nicht abzocken. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.